Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir hat auch der geschätzte Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Buschi, schön, dass du da bist. Für beide Teams geht's heute in ihrem zweiten Auftritt bei dieser WM 2018 um Weichenstellung. Besser, Wolf, kann man das nicht beschreiben. Beide wollen, müssen heute gewinnen. Wollen sie die perfekte Ausgangslage für das dritte Gruppenspiel haben. Von daher dürft's packend werden. Das ist die heutige Aufstellung der deutschen Mannschaft. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. So gehen die Schweden in diese heutige Partie. Werner! Einwurf jetzt. Draxler. Ganz einfach an den Ball gekommen. Lustig. Timo Werner. Wichtig! Er holt den Ball. Jetzt wo denn? Gut gespielt. Ball geht nach außen. Draxler. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Forsberg. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Heute steht uns ein Duell zweier großartiger Fußballer ins Haus. Naja, das sind die Spiele, auf die du dich als Kommentator... Und jetzt die Chance. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Thomas Müller. Müller kommt. Jakob Johansson. Lindelöf. Für die Gastgeber geht es heute um Platz 1 in der Gruppe. Heute ein Sieg, Wolf, und dann ist es das. Wäre natürlich eine klasse Ausgangsposition. Auf dem Flügel jetzt Müller. Mesut Özil am Ball. Jetzt Thomas Müller. Zieht nach innen. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Wird's jetzt gefährlich. Einwurf Schweden. Granqvist. Ecke durch Mesut Özil. Ecke getreten von Özil. Im zweiten Vorrundenspiel erleben wir ja oft, dass die Teams etwas gebremster auftreten als im ersten Spiel. Haben wir schon ganz oft erlebt. In Partie Nummer 1 willst du ein Zeichen setzen, aber heute geht es darum, die Weichen in Richtung Weiterkommen zu stellen. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Hector. Werner. Thomas Müller. Thomas Müller ist ja nicht nur Torschütze, sondern gerne auch Vorbereiter. Ja, kann den Ball auch auf engem Raum behaupten und ja, wirklich dann perfekt für seine Mitspieler auflegen. Gustav Svensson. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da trennt er ihn vom Ball. Jetzt Müller. Einwurf für die Schweden. Da macht er das Spiel schnell mit dem Einwurf. Thomas Müller jetzt.
Bei einem können wir uns heute sicher sein, dass er vorne für Unruhe sorgt. Thomas Müller. Ja, Wolf, der geht gerne die weiten Wege, ist zumindest gefühlt überall auf dem Platz und auch deshalb so erfolgreich. Einer der Besten in der Offensive und trotzdem auf dem Boden. Ballverlust. Und jetzt Müller. Der Schuss von Müller. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Forsberg. Ludwig Augustinsson. Da ist jetzt Platz. Da ist die Hereingabe. Und jetzt haben sie Platz. Schöne Flanke. Abwehr hat aufgepasst. Da wäre Platz für den Konter. Groß. Jetzt Groß. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Die Chance. Der Ball ist im Aus. Es gibt Ecke für Deutschland. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Özil. Müller. Timo. Macht er ihn. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Sie bekommen den Eckball und die Chance zur Führung. Der Kopfball jetzt. Gibt Einwurf jetzt, da blieb keine andere Möglichkeit mehr. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Er zieht ab. Gute Aktion. Den Ball nimmt er locker auf. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Da kommt der Pfiff, Freistoß und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Und den Ball hat er sich geholt. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Thomas Müller. Und den Ball hält der Torhüter fest. Unentschieden also, nach dem ersten Durchgang. Alles noch drin. Nächstes. So, Pause ist vorbei. Wir machen weiter bei diesem WM-Spiel. Ich glaube, das wird weiter interessant bleiben. Bislang aus meiner Sicht eine tolle Partie. Klasse Aktion, Ball ist weg. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Das gibt jetzt Abstoß. Emil Forsberg. Den Angriff blockt er ab. Klasse, aufgepasst. Werner. Ihm fehlt noch so ein wenig die Bindung zum Spiel. Von ihm muss natürlich... Foul und Freistoß gegen die DFB-Auswahl. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Werner. Jetzt der Ball bei den Schweden. Werner. Gustav Svensson. Granqvist. Einsatz. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Toni Kroos. Sie machen nichts draus. Und das war die Chance zur Führung, aber der Abschluss war einfach nicht gut genug. Toivonen. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball.
Jetzt wird's gefährlich. Da holt er den Ball zurück. Fängt diesen Ball ab. Schlechte Aktion von Hummels. Und nun ein Schuss. Und mit der Parade hält er weiter die Null. Schweden mit der Ecke. Jetzt die Ecke. Ganz stark vom Torwart. Die Ecke kommt. Ja, ganz sicher. Den Ball hat der Keeper. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Und jetzt Müller. Özil. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Timo Werner, Draxler. So natürlich kein Problem, er holt sich den Ball. Und die Möglichkeit, noch ist die Chance da. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Rangquist. Gute Aktion von Thomas Müller. Werner. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Sehr guter Einsatz. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Und da ist der Ball wieder weg. Mesut Özil. Özil. Deutschland mit Drang nach vorne. So, was machen sie draus? Abstoß. Die Schweden wechseln. Sie nehmen den Doppelwechsel vor. Einwurf Schweden. Lindelöf. Weg ist der Ball. Khedira. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Gomez. Super gemacht. Gute Verteidigung. Relativ hilflos, was sie da machen. Aber klar, bei diesem Druck gibt Einwurf. Er köpft den Ball zum Mitspieler. Die DFB-Elf greift hier an. Und die Chance. Sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss. Das Ding müssen sie gewinnen. Keine Überraschung für mich, dass sie hier getroffen haben. Für dich, Buschi? Nee, ganz und gar nicht. Wolf sind besser im Spiel und hatten ja schon einige wirklich gute Gelegenheiten. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. Vorteil Deutschland, die DFB-Elf liegt vorne. Gustav Svensson. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Müller jetzt vielleicht mit der Möglichkeit. Schuss! Ball erstmal weg, gute Aktion.
Sané. Das sieht. Und jetzt die Chance. Schade, da war er noch dran, konnte aber das Tor nicht verhindern. Das 2-0, Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Egal. Fängt diesen Ball ab. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Jetzt ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Jetzt schießt er. Gomez, der ist drin. Ganz starke Vorstellung heute und selbst jetzt, kurz vor Schluss, machen sie weiter Dampf. Einfach gnadenlos überlegen. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Lindele. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Gustav Svensson. Müller am Ball. Da kann er ihn stoppen. Und da ist der Ball wieder weg. Sané. Mario Gomez. Und er schießt. Tor für die deutsche Nationalmannschaft. Mario Gomez ist der Torschütze und er hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig er ist. Und damit machen sie hier kurz vor Schluss noch ein Tor. Scheint so, als bekämen sie heute nicht genug. Die Fans werden es freuen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Und das war's hier. Die Partie ist abgepfiffen. Ein souveräner Sieg heute. Sie waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team. Ja, Wolf, das nenne ich einen überzeugenden Auftritt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Die Chance.